Sie leiten den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Was ist da genau Ihre Aufgabe? Die Aufgabe ist zunächst mal, dass ich sicherstelle, dass unsere Sitzungen vernünftig abgewickelt werden können und dass die wichtigen Punkte, über die wir reden, dass die sehr viel Zeit haben. Heute haben wir zum Beispiel von 2 bis 6 eine große öffentliche Anhörung zu Olympia und Menschenrechte gemacht. Und da hatten wir sehr viele Sachverständige aus Sport- und Menschenrechtsorganisationen und auch aus dem Bereich der Medien, der Journalisten bei uns, die uns dann Ratschläge gegeben haben. Also das machen wir so. Und ich mache das ja nicht nur im Bundestag, sondern ich mache das auch im Europarat. Olympia und Menschenrechte, wo ist da der Zusammenhang? Warum muss man sich bei einer Olympiade um die Menschenrechte kümmern? Weil es, glaube ich, ganz gut ist, nicht nur danach zu gucken, wie der Medaillenspiegel ist. Das ist toll. Und da wünschen wir natürlich unseren Athletinnen und Athleten auch viele dopingfreie Siege. Sondern es geht natürlich auch darum, dass die Menschen, in deren Land man Olympische Spiele macht, dass die es auch besser kriegen und dass die in der Kommunikation mehr Möglichkeiten haben, dass ihre Rechte sich stabilisieren. Und alles das spielt natürlich in einem so riesigen Reich wie in China mit dieser rasanten Entwicklung, die die nehmen, eine große Rolle. Können Sie ein Beispiel nennen, wie man das konkret umsetzen kann? Ja, eines der Beispiele, das heute berichtet wurde von einem der wichtigen Vorbereiter der Olympischen Spiele, auch gerade auf diesem Bereich, das war Professor Diegel. Er sagte uns, dass in über 500.000 Klassen, Schulklassen in China, etwa 400 Millionen Kinder, ich sage die Zahlen deswegen so langsam, dass man das aufnehmen kann, weil das bei uns ja natürlich alles unvorstellbar große Zahlen sind, jetzt zum Beispiel Englisch lernen. Und wenn Sie das anschauen und das jetzt mal kombinieren mit der Möglichkeit, dann ins Internet zu gehen, und zwar fremdsprachig, oder mit Sportlerinnen und Sportlern zu reden, oder mit den vielen Touristen zu reden, die dorthin kommen, dann bringt das natürlich einen Effekt auch an Kommunikation und an zusätzlicher Selbstsicherheit für unvorstellbar große Menschenmengen in China selber, dass das eine tolle Sache ist.